Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Bin gerade beim Sägewerk und sehe ein bisschen Chaos. Das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz aufräumen. Das Sägewerk arbeitet zwar noch nicht. Wahrscheinlich, weil das Lager hier voll ist oder nicht ganz leer, nicht ganz voll ist, aber hier auch etwas müsste eigentlich laufen normalerweise. Okay, wir werden aber jetzt einen LKW holen. Wir brauchen einen für das ganze Zeug zu beladen und dann werden wir sehen, ob wir eine Verkaufsstelle gebaut kriegen. Das wird ja nicht allzu teuer sein. Mal schauen, wo am besten hingeht. Nähe vom Sägewerk natürlich, ne? Also nicht so weit fahren müssen. Dazu brauchen wir einen LKW. Hier mal kurz mal aktivieren. Das untere Förderband müssen wir nehmen. Bevor nach wieder Schnee fällt. Wäre ganz gut, wenn das Mist vorher einen Anhänger wandert, ne? Der Anhänger ist noch nicht voll. Den lassen wir stehen. Logischerweise. Dazu werden wir ihn einfach abhängen. Und dann fahren wir Richtung Sägewerk. Wenn wir beides aufladen, dann werden wir Verkaufsstationen aufstellen und dann nachher eine Produktion von Paletten. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen Geld leihen müssen, dass es heute noch klappt. Deswegen schauen wir mal. So, gucken wir jetzt am besten. Also hier vorne wäre theoretisch Platz für den Verkauf. Also erstmal haben wir die Bretter auf, ne? Die Balken, das sieht zur Katastrophe aus. Die Balken haben die Funktion von Eierpaletten, also eine Art Autoload Eierpaletten. Das klingt ein bisschen, bisschen blöd, aber ist also, ne? Mir wäre ja auch lieber gewesen, als wären vielleicht, aber die sind, haben keine Kollision, glaube ich. Da kann man durchfahren. Oh, die haben Kollision. Das ist einmal Shit, ne? Muss irgendwie rankommen, dass wir aufladen können. Also muss der LKW hier bleiben. Hm. Was machen? Ne? Texten geht auch nicht. Das ist auch nicht klappen und da geklappt, das ist ja auch Kollision. Ungünstig. Gut. Das heißt, wir brauchen eine Verkaufsstation. Wo bauen wir die am besten hin? So. Oh ja, hier Gebäude. Bei Global Kompanie ist alles zusammen. Alle Produktionen, die ich habe. Wir brauchen den Verkauf, der kostet ja nicht viel. Und den werden wir hier am besten hier oben verkaufen oder hier in der Ecke. Müssten wir ihn drehen, müssen wir nicht. Dann könnte ich die Balken mit mal hier ein bisschen drehen. In die andere Richtung, dann können wir die Balken so nach und nach überschaffen. Und die hier so am besten. Oder hier hinten mehr. Das ist besser, ein bisschen mehr Freiraum lassen zum Fahren, ne? So, da haben wir hingestellt. So. Ja, das ist ja, ja ungünstig, ne? Muss ich mal starken Bauern nehmen und dann mal wegräumen. So. Oder sich eingeklebt. Muss ja weg. 209. Naja, immerhin, ne? Denn ich will hier ran. Das heißt, wir müssen gar nicht alle hinschleppen.
Sondern wir müssen nur Freiraum schaffen. Dass der LKW da ran kann. So, schieben. Schieben. Geht nicht. Gut, den Motor ist wegnehmen, ne? Die Schrägen kriege ich nicht richtig weg. Müssen wir raufgehen. Vielleicht klappt das so eher. Nehmen wir mal den einen weg hier. Das arbeitet schon wieder. Schlecht. Hat sich genau dazwischen geklemmt, ne? Oder ziehen die ganzen Anhänger mal her. So, den mache ich einen wegnehmen hier, der schräge ist, den kriegen wir weg. Natürlich ist er oben auch gegen. So. Ja. Müssten wir auf den LKW raufhängen, ne? Also, ich sag mal, das darf man jetzt nicht so voll nehmen, die Sache, ne? Ja, oder so. Mal gucken, wie es aussieht. Ganz schlecht. Wir sind den Hänger nach hinten schieben, wo keine Balken sind. Dann macht es vielleicht gehen. Am besten komplett. Ja, ich habe heute Spinat gegessen, ne? Also nicht wundern. Jetzt müssten ja die Balken verkauft werden normalerweise. Normalerweise. Aber entscheidend ist, dass der Weg frei ist für den LKW. Dann können wir die aufladen und dann entsprechend niedrig verkaufen. Aber was heißt das für uns? Wir müssen in Zukunft gut, das wird schwierig. Mal sehen, ob wir einen Weg finden. Denn hier kommen wir nicht durch. Ja. Normalerweise sind wir aufgeladen. Und zwar Stück für Stück. Schön übereinander, schön durcheinander, also miteinander zusammen.
Aber jetzt hat er alles komplett zusammengepackt. Die Bretterpaletten müssen eigentlich zum Sägewerk. Zum Werk, zum Aufladen. Ne? Haben wir noch nicht. Muss ich mal schauen. Das irgendwie hinbekommen und aufladen. Wenn wir das so mehrere Tage durchziehen, wird vertrödeln, dann wird das nichts. Ne? So. Klappen wir gleich hoch. Dann ist das nicht störend. Ja. Versuchen wir aufzuladen, ne? Rüberfahren. So. Das nennt sich aufräumen. Wenn man so sieht, sind die mitten in der Fahrerkabine drin, also beim Fahren stört es nicht. Dann haben wir auch keine, da hat der LKW keine Kollision. Ist dann ein kleiner Vorteil. Das sind aktuell 67. Ist aber auch neuerdings, wenn er speichert, ist Autoload deaktiviert. Das ist deswegen wegen 12er. Damit der kein Problem hat. Deswegen ist das so. Deswegen müssen wir jetzt sehen, dass wir das alles schön abgesammelt kriegen oder aufgeräumt kriegen hier. Die packen auch noch weg. Jetzt haben wir 74. Aber das Lager hierfür ist ein bisschen klein, das Zwischenlager. Also könnte ein bisschen mehr lagern. So. Jetzt werden wir hier mal wieder abkippen. Oder abladen. So. Hat er den einen weggenommen oder aufgeladen. Jetzt mal gucken. Die haben wir noch an aktiviert. Also machen wir mal kurz gucken, wo das Ding findet. Den Trigger, also den. Ah, ist rechts zur Zeit. Wir brauchen aber links. So, jetzt hat er den da und machen wir wieder auf. Ein bisschen dichter ranfahren, ne? Verkauft er diesen Teil, ne? So. Gut, bis auf die 3 können wir lieber vernachlässigen, ne? Ein bisschen Geld verdient. So, jetzt schauen wir mal gleich nach dem Dings. Produktion auch mal aus und für den Produktion Palettenwerk. Ne? Auf längere Sicht wäre ein Gabelstapler oder ein Radlader mit oder ein Traktor mit, der vorne im Prinzip das aufnehmen kann. So, Sägewerk, Holzkraftwerk. Das könnten auch nehmen, aber das ist zu wenig zum Heizen. Palettenherstellung. Das können wir noch leisten. Ist relativ klein. Muss gucken. Das Endlager ist rechts. Das wird zu eng. Das passt da nicht ganz hin.
Weil die Paletten wären ja theoretisch unten. Ja, links werden sie beliefert und rechts werden die entsprechend, muss man kurz mit Terraforming angleichen, ne? Muss man ein bisschen, hinterher kann man es ja machen. Anführungszeichen, ne? Da ein bisschen zur Straße, ein bisschen anheben. So zum Beispiel. Dann wird da noch hinkommen im Platz. Bauen wir mal einfach. So, haben wir gebaut. Ein bisschen doch größer geworden, als ich dachte. Weil die Paletten sind ja hier. Das heißt, um da hinzukommen, muss ich zumindest hier ein bisschen angleichen. Ne? Also hier zur Straße und bei der Straße muss ich ihn wegnehmen. So, das heißt hier Bodenbearbeitung. Und zwar muss es hier ja anheben, planieren. Planieren, angleichen. Planieren, ne? Bis zur Straße ungefähr. Und da noch fahren kann, ne? Und die Straße nicht. Upsala. Blöder Baum. Absenken. Muss ich unter der Straße verschwinden, das Ding hier. Aber auch nicht so viel, kostet Geld. Wieso geht der dusselige Mauszimmer dahin? Also da. Weil es mir nicht gehört. Kann sein. Ne? Die Straße ist nämlich keine Ebene, sondern geht bergauf und das sehen ist ein bisschen schwierig. So, und hier müssen wir wieder angleichen. Das heißt, planieren mit beiden Tasten der Maus. Ein bisschen Vorsicht. Ich hätte gern ein bisschen mehr Platz gehabt. So, gut. Na, was sagt die Bauaufsicht? Ja, das geht so, ne? Und da kommen wir nicht rangefahren. Aber hier rückwärts mit dem Anhänger wird schon gehen. So, werden wir gleich mal beliefern mit Bretterpaletten. Das machen wir noch. Dazu. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt das gleiche Mal höre, das normal passiert. Ne? Also wird man sehen. Den wir hier so stehen lassen. Dass er nie auflädt und später beim Speichern Chaos verursacht. Bei den Brettern ist ein bisschen überschaubar. Nur bei den Balken ist ein bisschen Chaos, ne? So. Aufgeladen. Muss man ganz kurz ein bisschen schieben und machen. Bisschen groß geraten der LKW hierfür, aber mal sehen. So später mal einen kleinen Auto herbesorgen. Ne? Gibt ja auch kleinere. Dafür reicht es ja.
Ich muss ein bisschen dichter ran. Die erste Lieferung, dass wir da entsprechend da nur arbeiten können. Ne? So, jetzt B. So. Okay, vorwärts, rechts, Punkt. Achso, Alt, links, Punkt. Versuchen mal. Der hat zwei geladen. Ein bisschen ranschieben. Oh, er hat schon welche genommen. Im Grunde muss man hier mit dem Radlader ein bisschen nachhelfen. Der Trigger ist hier, glaube ich, ein bisschen höher als. So. Der arbeitet schon mal. Okay. So, Lüschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Länger als sonst. Mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.